Hi und herzlich willkommen zurück hier bei MRTV. Willkommen zu MRTV Plays, wo ich mal so Spiele spiele. Und heute geht's los mit Vampire Masquerade Justice. Auf das Spiel habe ich mich wirklich gefreut. Und ja, jetzt sind wir hier. Und zwar als Vampir in Venedig. Und lass uns einfach mal hier anfangen. Man kann es hier. My sire was a cruel teacher. Die Stimme aus. My sire was a cruel teacher. Doesn't mean the guilty should go unpunished. Und lass das Ganze mal starten hier. So, ich bin gespannt, ob das jetzt auch mit deutscher Sprachausgabe gibt, aber ich glaube nicht, leider. Das Menü und der Text ist jetzt aber auf Deutsch. Mal gucken. I know it is customary for an elder to give fledglings an introduction into the world of the kindred. Also auf Englisch, aber mit deutschem Text immerhin. You know me already. I'm Justice. Das ist Justice. Not my real name, but I'm not sure that's important to anyone anymore. Huh. It certainly isn't for me. Okay, my Lehrer gave me the nickname. At first just to mock me, then to keep me on the path, as he used to say. Eventually I embraced it. Das sieht schon mal sehr nett aus. Hier. It's only natural that I identify with it completely. I, like you, am a child of Hakim. Ich bin ein Kind Hakim. Our services were called for at times by the New York Kindred Lords, but mostly we followed our own agenda. We killed for the greater good, and we kept to ourselves für das allgemeine the ancient texts and relics alles klar. We had found over the centuries. Schon mal eine sehr, ja, interessante Atmosphäre. And one of his most prized relics was stolen. Okay. I inquired among the Camarilla, but no one offered any help. Too busy playing their own power games. Also Justice wurde ermordet und etwas Wichtiges wurde gestohlen. Und ich gebe mal hier ins Telefon ran. Kaiser ist es, Kaiser. That's when he contacted me. Said someone in the Hakata was behind it. That if I wanted justice... I should go to Venice. Okay, ich muss nach Venedig. Und hier sind wir, in Venedig. The local leaders, they're afraid to stir the pot. Maybe something of seeming floats to the surface. Okay. It's all politics, of course. Why commit to something today that might bite you in the ass tomorrow? Es sieht schön aus, aber an der Auflösung könnte man ein bisschen arbeiten. Ja, also man sieht schon hier halt... in der Entfernung recht starkes Kantenflimmern, aber es sieht aber so sieht's aber gut aus, doch. Und der Riesenmond, also schon sehr atmosphärisch alles. Das auf jeden Fall. Also atmosphärisch ist es auf jeden Fall. So, finde den Eingang zu den Abwassertunneln. There was no love between me and my sire. Every sunrise, I cursed him for the life he gave me. Okay, but das he was funktioniert right richtig gut, wie man sich das vorstellt. A guilty must be punished. Ja, I knew that also someone had to pay. And a Nosferatu named Pietro. Griff und einfach an sich heranziehen, super. Maybe you can find a way to help each other. Das passt. Oh, and if you make it back, do remember. Okay, gehen er, okay, das geht auch, super. Now that I've scratched your back, maybe you can scratch mine. Finde den Eingang zu den Wassertunneln, okay. Neuer Tagebucheintrag. Lass uns mal schauen, was es da gibt. Okay, ich war gerade in Venedig angekommen. Es war eine Stunde nach Mitternacht. Kaiser hat mir gesagt, ich würde meinen venezianischen Kontakt in einem spektakulären alten Gebäude antreffen, das über die Kanalisation zugänglich ist. Die typische Nosferatu-Kanalratte also. Ja gut. Ja, das war's. Das war's. Fortsetzen. Okay. Halt B gedrückt, um bei hoher Geschwindigkeit zu blinzeln. Okay. Das hier ist Telefon. Gut, das geht. Drücke L, um zu sprinten. Kein Problem. Können wir auch machen. Und wir können da hochklettern. Jawohl. Aha. Ja, okay. Das geht gut. Ich mag es ja, ne? Ich mag es, wenn man so schön klettern kann. Zieh dich auf diese Leiste hoch. Ja, das fühlt sich alles gut an, muss ich sagen. Es fühlt sich alles gut an.
Also bis jetzt so die, der Mond, die normalen Spielmechaniken, alles sehr intuitiv. Eine schöne Atmosphäre. Also Auflösung ist nicht super, aber auch jetzt nicht ganz schlimm, muss ich sagen. Ja, ich habe schon mal halt was Besseres gesehen in Red Matter 2. Das hat mich versaut. Aber nee, es ist okay. Es ist auf jeden Fall in Ordnung, sagen wir so. Nicht perfekt, nicht Red Matter 2, aber doch, ist in Ordnung. Früher habe ich es sehr geliebt, auch wenn all die Touristen ihr Bestes gaben, mal zu ruinieren. Aber ich bin fast froh, dass sie uns evakuieren. Ich kann keine weiteren Regentag mehr tragen. Wollen wir das denn aufhören? Oh, guck mal hier. Ach so. Da, ich habe noch die halbe Power. Zu lesen, aber kann ich nicht lesen? Deine geschärften Sinne können verborgene Distanz in der Umgebung wahrnehmen. Halte LT gedrückt. Okay. Aha, hier ist was. Hier ist der Schlüssel. Zum Inventar hinzufügen. Das ist nett gemacht, ne? Hier einfach zum Inventar hinzufügen und fertig. Nicht irgendwie irgendwas rausholen oder was. Das mag ich nicht so. Das haben sie gut gemacht. So. Und hier ist er, der Balkonschluss. Ja, das ist cool. Das ist gut, das ist genau das, was ich möchte. Super. The rain had been pouring down for months and had just let up. The whole city was breathing a collective sigh of relief. It was cold and humid. But I felt something else in the air too. Something unnatural. Das Unnatürliche. Like the city itself was trying to keep me away. Okay. Da ist wieder eins von diesen unscharfen Fragezeichen. Halte B gedrückt und ziele auf einen Feind. Lasse los, um einen Blinzelangriff durchzuführen. Okay. Es wird geblinzelt. Jawohl, das geht ja mal gut. Das geht ja mal gut. Die Verwendung vampirischer Fähigkeiten wie dem Blinzelangriff begrüßt deinen Hunger. Oh, ich bin schon sehr hungrig, muss ich sagen. Jawohl, trinke Blut aus verschiedenen Quellen. Die lebenden Sterblichen und Ratten. Ratten. Ah. Um deinen Hunger zu lindern. Ja, gut. Aber so hungrig bin ich noch nicht. Geht noch gerade so. Oh nein, was ist denn da los? Das ist ja gemein. Das ist ja mal wirklich gemein. Also sowas. Rotlichtmilieu hier in Venedig. Ich habe Durst. Ich muss ihn trinken. Gotta stay sharp. Ja gut, das ist lustig. Das ist lustig. Ein Todesschrei etwas zu spät. Aber gut. Aha. Und jetzt? Hier durch. Okay. Yes. Ja, cool. Ganz cool bis jetzt. Also bis jetzt gefällt es mir ganz gut. Schöne Atmosphäre. Und ja, gucken, wie es weitergeht. So, hier hin. Und dieses Rädchen oder so zeigt einem auf jeden Fall an, wo man hin muss ungefähr. Und ich habe auch diese geschärften Sinne, stimmt ja. Mit LT. Geschärfte Sinne. Guck mal. Aber jetzt hier nichts zum Anzeigen. Okay, hier ist noch ein Schlüssel, oder was? Ah ne, jetzt nur ein Löffel. Okay. Hotel. Und jetzt? Wo geht's lang?
Ach, da hinten muss ich lang, okay. Und nach unten, da ist wieder ein Fragezeichen. Zum Rauchen, ne? Ich bin nicht Raucher. So, Schattenmantel. Ist im Disziplinenrad X. Jesus. Voreingestellt. Zur Aktivierung halte A gedrückt. Versuche an den Hekatzaganoven vorbeizuschleichen. Aktivierung geht nur unentdeckt. Okay, also das an, X und ich bin unsichtbar. Jawohl. Ja, kein Problem. Bin ich da. Ja, cool. Super. Das geht gut, aber gleich bin ich wieder sichtbar. I am too weak. Okay. Das heißt, man kann es auch nicht immer machen. Also man kann es auch nicht so lange machen, wie man möchte, weil man halt zu schwach dann wird. Ne? Da muss man wieder was trinken. Dann trinke ich dann mal wieder was. Ich kann mich jetzt nicht unsichtbar machen. Much too hungry. Da ist doch ein Opfer. Ja gut. Habe ich wieder was gegessen. Also die Todesanimationen sind jetzt aber lustig, immer so. Lustig. So, von einer erhöhten Position aus bist du immer im Vorteil. Okay, dann lass es mal hochgehen. In einigen Bereichen können versteckte Hinweise wichtig sein. Okay. Also hier sind keine Hinweise. Ups. Hier kann ich schon entlang laufen, sehr gut. Da hinten. Okay. Ein Opfer habe ich gefunden. Das ist cool, ne? Haben sie gut gemacht. Okay. Hier komme ich nicht weiter. Abgeschlossen. Aber hier. Okay. Hier, das ist der Hinweis mit LT, ne? Gibt einen Hinweis? Okay. Da, Strom. Ich muss hier Strom erzeugen. Da sind die anderen. Die kommen jetzt hier vorbei. Ich kann mich hier aber unsichtbar machen. Damn it. Monsters here. Brauche ich aber gar nicht. Weil die gar nicht so weit kommen hier. Ja, okay, das war's. Aber wenn sie jetzt kommen würden, könnte ich das aktivieren. Hier. Dann wieder blöd stehen. Dann muss ich vielleicht doch mal mich unsichtbar machen und dann vorbei. Okay, they're here. Oh nein, wie hat er mich gesehen? Oh, tot, scheiße. Komisch, ich war doch eigentlich unsichtbar gewesen. Interessant. Interessant. So, nochmal. Komm, aber warum habe ich jetzt keine Power mehr? Bin jetzt schon fast tot. Das ist aber komisch. What, me? No, I'm fine. Das heißt, ich bin jetzt zwar wieder am Leben, aber nicht voller Power. Komisch. Und erstmal was essen. Döner mit Schaf, aber bitte ganz roh. Oh, sie kommen, sie kommen. Everyone, be ready. Oh, shit.
Das war gut. Da hinten muss noch einer sein. Da ist er. Der läuft da rum. Also LT. Oh ja, das sieht auch aus wie ein Opfer. Hätte mich fast gesehen. Aber es ist nur einer. Nochmal einfach so fertig. Gotta stay sharp. Yes. Aber leider habe ich nicht mehr viel Power. So. Das Kabel geht da lang. Abgeschlossen. Aber kommen wir ein bisschen von oben rein. Jawohl. Bräuchte mehr Power. Na komm, kleine Ratte. Leider, im Sitzmodus geht das nicht. Schade. So. Hier, verwende Schattenmantel, wenn du dich an Fahnen heranschleißt. Das macht Sinn. Aber jetzt mal erstmal hier den Strom an. Dass ich hier durch die Wände durchgucken kann. Also die werde ich mir gleich mal zu Gemüte führen. Aber leider habe ich nicht mehr so viel Power. Aber ich werde sie jetzt einfach trinken. Tschüss. Ja. Super. Okay. Ich habe wieder genug Power. Also sie geben ihren letzten Todesstoß immer recht spät dann von sich. So, das muss jetzt auf sein, jawohl. Und das war's hier. Ratze? There was something in the air. Something uncanny. The opposition I faced was far stronger than it should be. Mere mortals shouldn't have put me in actual danger. I would do well not to underestimate my new enemy. Das war's. Das war das erste Level. Nice. Okay, cool. Ja, ich werde es jetzt hier nicht weiterspielen. Das überlasse ich euch. Ich gebe euch jetzt hier meinen ersten Eindruck ab. Und zwar gefällt mir das, was ich bis jetzt gesehen habe. Also sehr intuitiv alles. Das Gameplay, man fühlt sich wirklich wie ein Vampir. Man kann nicht die ganze Zeit alle Fähigkeiten benutzen. Wenn man hungrig ist, muss man erstmal ein bisschen Blut trinken. Haben sie cool gemacht. Ja? Man muss sich von hinten an die Gegner ranschleichen und dann ran an den Hals. Das haben sie gut gemacht. Dann gefällt mir auch dieses Blinzeln, also Teleport-Move. Aber damit kann man auch die Gegner quasi, wenn man genug Power hat, angreifen. Das geht gut. Dann hat man verschiedene Power. Ja, am Anfang hat man nur diesen Schattenmantel, wo man sich quasi unsichtbar machen kann. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass später noch viel mehr Eigenschaften dazukommen werden und es immer spannender wird. Das haben sie gut gemacht, finde ich. Das ist nice. Im Grafik sieht auch schön aus. Allerdings hat man hier auf der Quest 3 jetzt nicht so die Auflösung, die es eigentlich könnte, würde ich sagen. Ne? Also man sieht schon Kanten flimmern auf Entfernung, Text sieht nicht so schön aus. Also ich komme gerade von Red Matter 2 und ja, da kann das hier aber nicht gegen anstinken. Ne? Gerade auf Entfernung. Nahe sieht es alles gut aus, aber entfernt sieht man doch schon, dass die Auflösung noch
höher sein könnte auf der Quest 3. Ja, aber es ist im Jammern auf höchstem Niveau. Es sieht in Ordnung aus. Das geht. Und sie haben es geschafft, ja, eine schöne Atmosphäre zu zaubern. Ich finde es auch gut, dass man oben auf den Dächern entlang laufen kann und da erstmal unentdeckt bleibt. Also es ist ein schönes Stealth-Game bis jetzt, wo ich wirklich Lust habe, weiterzuspielen. Und das muss ich euch sagen, habe ich nicht so häufig bei Spielen. Doch ich hätte jetzt wirklich Bock, noch weiter das zu erkunden. Es ist auch nicht so gruselig, es ist eine schöne Atmosphäre. Also ja, doch, erster Eindruck, ich würde es weiterspielen. Und wenn euch das bis jetzt gefallen hat, dann guckt es euch doch mal an. Guckt euch das Spiel mal an. Ich werde mal schauen, ob ich so einen 25%-Link finden kann. Und den packe ich auf jeden Fall unter das Video. Dann bekommt ihr 25% Rabatt auf das Spiel. Ja, schreibt mal in den Kommentarbereich. Wie empfandet ihr denn hier diese ersten 20 Minuten vom Spiel? Bin sehr gespannt auf das, was ihr da sagt. Und ja, Daumen nach oben, wenn ihr MRTV Plays mögt. Wenn ihr mögt, dass ich auch mir auch mal mehr aktuelle Spiele anschaue, lasst den Daumen nach oben da und den Kommentar. Das war es hier vom ersten Eindruck von Vampire Masquerade Justice. Daumen nach oben und ich freue mich drauf auf eure Kommentare und euch im nächsten Video wiederzusehen. Abonniert diesen Kanal für mehr Quest 3 Content. Bis dann, macht's gut. Tschüss.